Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu unserer Radiosendung. Wir sind die Schüler und Schülerinnen der 3E aus dem BRG Schloss Wagrain in Vöcklabruck. In unserer Radiosendung geht es um das Thema Musik. Wir haben das Thema gewählt, weil uns Musik hören sehr viel Spaß macht. Musik erfreut die Menschen schon seit Jahrtausenden und es entstehen immer mehr Arten. Derzeit gibt es viele verschiedene Musikrichtungen, zum Beispiel Klassik, Barock, EDM, Pop, Rock, Heavy Metal und so weiter. Davon sind in unserer Klasse die beliebtesten Pop, Rap und EDM. Wir haben die Linzer und Linzerinnen befragt, welche Musikrichtung sie am liebsten hören. Sehr gerne klassische Musik und sehr gerne Tina Turner, Barbara Streisand. Klassik, Mozart, Beethoven. Ich höre viele verschiedene. Ich mag gern Jazz und ich mag auch Klassik, aber ich mag auch gerne so akustische Popmusik. Alles von Klassik bis, nicht, also ich höre jetzt keine Elektromusik oder so, aber schon Rockmusik. Ich mag gern Indie, ich mag gern, wozu mir gerade zumute ist. Ich bin selber Musiker und ich höre Reggae-Musik, Hip-Hop, R&B und Slack-Musik. Vorwiegend, weil ich selber Musiker bin, Elektronik eigentlich momentan sehr viel. Sicher 80er, 90er Jahre ab und zu, wenn sie im Hitradio Ö3 oder sonst irgendwas spielen. Schlager, alte Schlager. Die Veränderung des Musikgeschmacks hängt meistens von der Lautstärke und den Freunden ab. Deshalb haben wir die Linzer und Linzerinnen gefragt, welche Musikrichtung sie in ihrer Jugend am liebsten gehört haben. Klassik. Auch in der Jugend. Da waren die Schlager, was hier in der Welt haben, modern. Rolling Stones, Beatles, Deep Purple, Uriah Heep. Immer Reggae-Musik. Ah, das ist lang her. Das waren Beatles, AC/DC, Manfred Manns Earth Band. Ja, ich muss auch zugeben, ABBA. Das ist wirklich schwierig, aber im Moment auf meiner Playlist ist viel John Mayer. In meiner Jugend habe ich selber in Bands gespielt, haben wir Coverversionen gehabt. Band hat geheißen die Recyclers, wir haben circa 10 Jahre gespielt. Eric Clapton, Rod Stewart und so Sachen, also ich meine, das waren Klassiker früher. Ne? Woran liegt es, dass jemand einen gewissen Sänger oder eine Band gerne mag? Liegt es an der Stimme, an der Sprache oder an den Texten? Um dies herauszufinden, baten wir die Passanten und Passantinnen, uns ihre Lieblingskünstler zu nennen. Peter Tosh. Früher waren es die Beatles und sowas, gell, und Rolling Stones. Und heute kommen wir da aber bis zu der Helene Fischer. Das wechselt. Ich mag gerne den Paolo Nutini. Der ist sehr unbekannt, aber ich mag den sehr gern. Im Moment ist das mein Lieblingssänger. Rudy Giovannini. Johannes Kalpers, Benjamin Grund, das sind Tenorsänger. Von Blues her kann man sagen, war es der Eric Clapton, der war irrsinnig gut. Ja. Von den Bands her, auch noch dazu mal, ja, aus meiner Jahrzeit war der Manfred Mann, Davis on the Road Again, also wer das nicht kennt, der man ist wahrscheinlich für euch nicht so, aber ist ein guter Song, hört sich an. Heutzutage ist es üblich, am Handy oder am PC Musik zu hören und am liebsten beim Sport, auf dem Sofa, beim Busfahren und bei der Arbeit. Wir haben die Linzerinnen und Linzer gefragt, wo sie gerne Musik hören und das haben sie darauf geantwortet. Im Radio. Eigentlich zu Hause. Oder auf Konzerten. Zu Hause. Und Konzerte, klassische Konzerte, da halt im Brucknerhaus oder Musiktheater. In einem Konzert oder auf der CD? Spotify. In der Küche beim Abwaschen, am Abend. Momentan im Radio, also und auch im Auto. Also es gibt nichts Schöneres, den Tag, so wie er jetzt ist zum Beispiel, ein bisschen mit sich Musik zu abzulenken zu lassen. Das ist, glaube ich, das Gescheiterste. Ältere Damen, die wir interviewt haben, gaben häufiger an, dass die klassische Musik bevorzugen und die Beatles ihre Lieblingsband ist bzw. war.
Ebenfalls ist der Musikgeschmack bei älteren Personen meistens gleich geblieben. Jüngere Leute bevorzugen hingegen moderne Musik, wie zum Beispiel Rap, Trap und Elektro. Wir verabschieden uns sehr herzlich und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag mit viel Musik.